Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du Magier und Geweihte erstellst. Dabei zeige ich dir noch ein, zwei Tricks. Dann kommen wir zu den Vertrauten und einmal zum Shapeshift bzw. Gestaltwandeln. Fangen wir direkt an mit dem Magier. Ich habe ihn hier schon mal vorbereitet und zwar hat er eine Spezies und eine Kultur, ebenso wie ein paar Eigenschaftswerte. Und ich möchte jetzt den Magier erstellen. Einige waren ganz zu Beginn, wo die Module rausgekommen sind, verwundert, dass wenn sie Zauberer hier reinziehen, er noch keine ASP bekommt. Das ist beim Geweihten, wenn er Geweihter bekommt, genauso. Ja, es muss eigentlich einmal der Magietab aktiviert werden, damit ja die Astralpunkte hier auftauchen. Das machen wir, indem wir jetzt direkt hier die Tradition Gildenmagier hinzuziehen. Sobald das einmal drin ist, habt ihr auch direkt ja die Astralpunkte. Die sind noch nicht ganz korrekt. Das korrigieren wir jetzt, indem wir einmal in den Magietab gehen. Ich will ihm vorher noch einmal zwei Zauber geben. Und zwar den Balsam und den Fulminictus. Zwei Klassiker. Ich erhöhe auch gleich mal die Werte von beiden, damit wir dann gleich drauf proben können. Und einmal, um noch was weiteres zu zeigen, einen Zaubertrick. Ich nehme mal die Aranische Rasur. So, jetzt haben wir alles, was ich zumindest jetzt brauche. Ich habe den Magier hier und muss, kann oder beziehungsweise muss, um die ASP richtig zu haben, hier unten diese Felder bearbeiten. Erstmal die Tradition eintragen. Das ist nicht ganz so wichtig, das ist einfach nur Text. Danach kommt aber die Auswahl der Leiteigenschaft. Das ist essentiell, denn wenn ich diese nicht auswähle, werden die Astralpunkte nur ja, auf Basis des Vorteils hier angezeigt. 20 Astralpunkte im Vorteil Zauberer. Das bedeutet hier einmal die Leiteigenschaft ausgewählt und schon habe ich die richtigen Astralpunkte. Es gibt hier unten noch die Möglichkeit, die Astralpunkte über einen Leiteigenschaftsmultiplikator zu verändern. Das ist zum Beispiel beim Barden wichtig, der nämlich nur die Hälfte der Leiteigenschaft dazu bekommt. Trage ich hier 0,5 ein, ganz wichtig, 0,5 wird zu einem Fehler. Also 0,5. Darüber könnt ihr noch ein Merkmal eintragen. Aber auch das nicht ganz so wichtig. Kommen wir zu den Zaubertricks. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ihr könnt nämlich auf die Zaubertricks würfeln und zwar nicht die Probe selber, sondern dass euch automatisch, Moment, da gucke ich gegen an, dass euch automatisch der Astralpunkt abgezogen wird. Und zwar habt ihr, wenn ihr den Zaubertrick öffnet, ähnlich wie bei Giften und Krankheiten, hier oben ein Würfelsymbol. Da könnt ihr draufklicken. Im Chat kommt dann einmal kurz der Zaubertrick in seiner Beschreibung und euch wird automatisch der Astralpunkt abgezogen. Dann kommen wir noch zu einem kleinen Trick bezüglich des Kraftfokus. Kraftfokus ist eine magische Sonderfertigkeit, die besagt, wenn ich sie habe, dann wird, solange ich meinen Magierstab, also es ist ein Stab, Zauber oder ja, eine Eigenschaft, eine Sonderfertigkeit für euren Stab. Dann spart ihr ein ASP bei jedem Zauber ein. Das ist allerdings nicht hier in die Sonderfertigkeit eingebunden, sondern da müsst ihr ein bisschen tricksen. Ihr importiert euch einen Magierstab, den euer Charakter später haben will, in eure Items, öffnet diesen und legt einen Statuseffekt an. Das macht ihr hier über das Plus. Ich öffne mal kurz den Statuseffekt. Dort müsst ihr eigentlich nur unter Effekte Astralpunkte kosten auswählen, addieren, minus 1, Änderungen übernehmen. Und dann ist es so, dass wenn ihr den Magierstab habt und ihn ausgerüstet habt, das ist nämlich sehr cool, das bedeutet, er ist ja wirklich in eurer Hand auch zum Kampf bereit, ihn ausgerüstet habt, dann zieht er gleich von der Probe, wir sehen hier noch die 8, am Ende die Punktkosten ab. Hier seht ihr 7 Astralpunkte kosten. Deshalb ist es nicht an die Sonderfertigkeit gebunden, denn dann würde er jedes Mal den Astralpunkt abziehen, selbst wenn ihr euren Stab nicht bei euch habt. Also deshalb der kleine Trick: Importiert euch den Magierstab und legt euch unter Statuseffekt einen Statuseffekt mit der Auswahl Astralpunkte kosten minus 1 an. Bevor wir zu den Geweihten kommen, möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Zaubererweiterung eingehen.
Und zwar habt ihr ja nicht nur, wenn ihr einen Zauber sucht, wie hier den Fulminictus selbst drin, sondern in Aventurische Magie 1 die Zaubererweiterungen zu diesem Zauber. Wenn ihr diese jetzt dem Charakter hinzufügen möchtet, müsst ihr erstmal die Voraussetzungen erfüllen. Hier ist der Fertigkeitswert 8 und der Zauberspruch ist Fulminictus. Also ihr müsst einmal den Fulminictus selber von der Bezeichnung hier drin haben und den Fertigkeitswert von 8 erreichen. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich habe jetzt nur einen Wert von 7. Wenn ich jetzt den hier reinziehe, wird mir gesagt, der Talentwert ist zu niedrig. Erreiche ich einen von 12, kann ich ihn hier reinziehen. Habe ich das gemacht, wird hier hinten über den kleinen Pfeil gekennzeichnet, dass es eine Zaubererweiterung gibt. Ich kann auch per Mouseover einmal hier sehen, was für eine Zaubererweiterung das ist. Und klicke ich auf den Zauber, habe ich unter Erweiterungen die Zaubererweiterung aufgelistet. Ich ziehe mir jetzt noch eine zweite hier rein. Na, 12 erreiche ich. Habe die Zaubererweiterung drin, dann wird sie hier mit aufgelistet und ich kann sie mir hier wieder anschauen. Selber in der Probe werden die Zaubererweiterungen mir nicht angezeigt. Das heißt, es ist rein inhaltlich Text, den ihr dann verwenden könnt, um die jeweiligen Zusatzregeln anzuwenden. Funktional sind sie nicht. Ihr könnt sie hier noch bearbeiten vom Text her und löschen. Ja, und dasselbe funktioniert auch mit dem Balsam. Und genau dasselbe Prinzip ist auch bei den Liturgieerweiterungen. Da ich diesen Teil nachträglich reingeschnitten habe, werde ich die Geweihten einmal auslassen. Es funktioniert aber auf dasselbe Prinzip. Ihr sucht die Erweiterung für die jeweilige Liturgie und zieht sie euch einfach rein und bekommt auch dort angezeigt, ja, was für Erweiterungen ihr habt. So viel zum Magier. Machen wir einmal kurz weiter mit dem Geweihten. Der funktioniert im Prinzip genauso wie der Magier. Jetzt hier den Vorteil rein. Ich suche mal nach Tradition. Habe ich hier verschiedene Traditionen zur Auswahl. Ich nehme mal hier die Boron-Kirche. Auch dann erscheint direkt der Religionstab. Ich spare mir jetzt mal Liturgien und Zeremonien. Ich nehme mir noch mal kurz eine Segnung, um euch zu zeigen, dass es genauso funktioniert wie bei den Zaubertricks. Also Tradition Rondra. Leiteigenschaft wird Mut bei Rondra, glaube ich, sein. Oh, ich habe sogar Boron hier, entschuldigt. Boron, ich schaue nochmal nach, was die Leiteigenschaft ist. Mut, bin ich doch richtig. Hier könnt ihr noch den Aspekt eintragen, auch das könnt ihr euch aus der Tradition nehmen. Und hier gibt es noch die Liste wohlgefällige Talente. Dort könnt ihr, wie es ja bei den Professionen zum Beispiel ist, ich öffne mal eine Profession, eine Liste hinterlegen der wohlgefälligen Talente. Und zwar von der Formatierung genauso, wie hier die Talente angegeben sind. Also immer Talent, Nummer, Komma, Leerzeichen, neues Talent. Ich schaue mal ganz kurz hier in die Tradition rein. Denn hier sind sie aufgelistet, einschüchtern und so weiter. Das bedeutet, ich kann sie einfach kopieren und hier berücksichtigen, denn so wird es bei der Entrückung, werden diese wohlgefälligen Talente, wenn ihr den Zustand oder Status Entrückung habt, automatisch berücksichtigt. So sollte das eigentlich funktionieren. Kurzes Achtung von meiner Seite. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Traditionen. Ich habe nämlich gerade bei der Rondra-Kirche dort was entdeckt. Also wenn ihr aus der Tradition etwas herauszieht, dann achtet drauf. Ich muss mal kurz schauen, wo sind die wohlgefälligen Talente? Nicht in dieser Rondra-Kirche, sondern in einer anderen. Ja, und zwar im Aventurische Götter steht ein bisschen mehr drin in der Tradition. Dort habt ihr die wohlgefälligen Talente und hier vorne steht alle Nahkampftechniken. Das funktioniert so natürlich vermutlich nicht. Ihr müsst es ausprobieren. Da werdet ihr dann die Nahkampftechniken doch nochmal in dieser Form ja, hier reinkopieren müssen. Ich habe übrigens gerade Mist erzählt. Die Zahl dahinter ist natürlich Quatsch. Die braucht ihr hier nicht. Also das Talent, Komma, Leerzeichen, nächstes Talent. So sollte es funktionieren. Ansonsten funktionieren die Segnungen genauso wie gerade gezeigt bei den, ich habe nicht genug Karma-Punkte, wie bei den Zaubertricks. Auf Würfeln, es wird einer abgezogen, ein Post in den Chat und ich bin fertig.
Okay, kommen wir zum Vertrauten. Ich lasse mal die Bibliothek hier kurz auf, die brauchen wir gleich. Ich habe mal einen Akteur vorbereitet, und zwar diese schöne Katze. Das heißt, ich möchte eine Katzenhexe machen und möchte einen Vertrauten haben. Er hat ja gewisse andere Eigenschaften, als es ein normales Tier hat und hat auch Abenteuerpunkte. Das ist im Moment hier nicht möglich. Also ihr nehmt euch eine Kreatur, also es ist der Charakterbogen vom Typ Kreatur. Sucht dann hier nach dieser Sonderfertigkeit. Es ist eigentlich, ich öffne sie mal kurz, es ist hier unter Eigenschaft eingestellt, aber es befindet sich im Kompendium Sonderfertigkeit im Grundregelwerk. Dieses muss in den Charakter von der Kreatur gezogen werden. Ziehe ich es da rein, seht ihr, die Lebenspunkte verändern sich, die Astralpunkte verändern sich, die Werte verändern sich und ich habe die Möglichkeit, ja, Erfahrungspunkte hier festzuhalten. Also wichtig ist, dass hier, wenn ihr das reinzieht, unter Fähigkeit Vertrauter auftaucht. Erst dann habt ihr die Möglichkeit, ihn als Vertrauten zu verwenden. Und die letzte Fähigkeit, die können sowohl Geweihte als auch Magier verwenden. Soweit ich weiß, ist das an aventurische Magie 1 und aventurische Götter 1 oder 2, wenn sie dann kommen oder schon da sind, gebunden. Das bedeutet, im Grundregelwerk funktioniert das, soweit ich weiß, nicht. Ansonsten schreibe ich es euch hier unten nochmal kurz hin, wenn ich mich da versehen habe. Könnt ihr Gestaltwandlungen durchführen? Das bedeutet, wenn ihr einen Zauber beherrscht, Adlerschwinge zum Beispiel mit dem Magier. Oder aber ihr verwandelt euch als Geweihter in euer, das Tier der Gottheit. Dann öffnet ihr den Charakterbogen des Charakters, der sich verwandeln möchte, und habt hier die Kreatur. Die könnt ihr auch, es gibt noch andere Wege, da würde ich aber bei den Effekten oder Zaubereffekten nochmal genauer drauf eingehen. Am einfachsten ist es, ihr habt die Kreatur hier mit drin und zieht sie dann per Drag and Drop auf das Charakterblatt. Es erscheint einmal die Gestaltwandlung, wo ihr noch auswählen könnt, welche Eigenschaften vom Geweihten übernommen werden und welche vom Tier. Ja, durch einfaches Anklicken ändert sich das hier. Hier unten Vor- und Nachteile, Talente, also verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und ein Klick auf OK und siehe da, unser Geweihter ist ein Rabe. Um das wieder zu beenden, müsst ihr in den Status des Charakters und per Rechtsklick diesen Zustand hier rauslöschen. Dann verwandelt sich ja der Charakter wieder zurück. Also sehr schön, per Drag and Drop draufziehen und einmal auswählen, welche Werte es haben soll. Ja, und fertig, ihr seid verwandelt. Das war's zu diesem Video. Habt ihr weitere Tipps oder aber Fragen, schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.